Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eher gesagt zu einem neuen Vlog. Ja, ihr wundert euch vielleicht, was das für ein rustikaler Hintergrund ist. Ich bin tatsächlich gerade im Keller und ich bin schon seit gut einer halben Stunde oder sogar länger dabei, meine Flohmarktsachen von morgen ins Auto zu räumen. Und irgendwie war mir jetzt spontan danach, euch einfach mal mitzunehmen jetzt. Ich weiß noch nicht genau, wie lange, mal gucken. Ich denke einfach jetzt, heute wollte ich ein bisschen anfangen, morgen vielleicht auch noch Montag. Wir haben es jetzt heute Samstagabend um 8:30 und ich habe bis Montag frei, muss Dienstag erst wieder zur Arbeit und dachte mir, ich nehme euch einfach mal so mit. Und ja, ich habe gerade nämlich ein Thema, wo ich dachte, gut, das passt jetzt ganz gut, da kann ich mal einfach die Kamera anschmeißen. Also wie gesagt, ich gehe morgen zum Flohmarkt. Ich bin ja ein absoluter Flohmarkt-Junkie für alle, die das noch nicht wissen. Und das ist jetzt in 2016 mein erster Flohmarkt wieder. Also die Saison geht praktisch wieder los. Ganz über den Winter gibt es ja keine, weil es dementsprechend kalt ist und die Veranstaltungen eben nicht stattfinden. Und jetzt habe ich geguckt gehabt vor einem Monat, wann die nächsten Termine wieder sind. Ich habe immer so bestimmte Orte, wo ich hingehe, wo ich weiß, dass es gut ist. Und ja, morgen ist es soweit, der erste Termin steht an. Als ich die eingetragen habe in meinen Kalender, die Daten, nächstes Wochenende ist nämlich auch noch einer. Am 13. habe ich mich tierisch gefreut und so. Und vorhin war mir irgendwie gar nicht mehr danach. Ich dachte mir, oh, lieber ausschlafen und die ganzen Sachen heute noch ins Auto packen, weil ich noch mit einer Freundin auch unterwegs war und hier und da. Und da war ich ganz schön kaputt. Aber ich habe mich jetzt dazu aufgerafft, weil Geld kann man immer gebrauchen, wie ihr das wisst. Und ja, der alte Krempel muss eben auch entsorgt werden und soll hier unten im Keller nicht vor sich hin vegetieren, sage ich mal. Ja, und ich habe jetzt das Auto, wie gesagt, eigentlich schon so gut wie voll. Ich werde jetzt gleich, wenn ich hier fertig bin, nochmal oben ein bisschen die Wohnung durchstöbern, Klamotten und all sowas nochmal einen Sack fertig machen, wo ich sage, wenn ich schnell durchgehe, das ziehe ich nicht mehr an und ne, brauchen wir ja nicht. Genau, das werde ich dann aber morgen früh mit ins Auto laden und jetzt wollte ich euch gerade mal was zeigen. Ich bin hier gerade dabei, also der Keller ist nicht schön, ne? Aber warum sollte ein Keller auch schön sein? Ihr seht hier unten, ich habe meine so eine Kiste und da habe ich Schulsachen behalten. Also ich muss sagen, ich habe all meine Abi-Sachen weggeschmissen, bis auf tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, mein Französisch-Ordner. Und da sind auch so diese ganzen Französischbücher, die hat meine Lehrerin mir geschenkt, weil zu der Zeit gab es auch neue wohl irgendwie für die Schule. Und dann war ich Feuer und Flamme und habe diese ganzen alten Lehrbücher, womit man damals angefangen hat, ja, einfach mitgenommen, total süß. Das war in der 7. Klasse, also da hat man praktisch mit angefangen. Ja, und ich bin total der Sprachenfreak und ich habe gesagt, ich brauche diesen ganzen alten Schulkrempel nicht, aber meine Französischordner und meine Spanischordner und die Sachen dazu eben möchte ich gerne behalten. Und jetzt, ja, habe ich den Keller praktisch, also alle Flohmarktsachen sind draußen. Hinten haben wir jetzt noch irgendwie die Reifen von meinem Schatzi, genau, die Sommerreifen und eben so ein bisschen, ja, Gedöns, seine Playstation-Verpackung und eben noch ein paar Erinnerungen so von früher, von Schatzi in Kartons und auch noch ein paar Sachen, die er aussortiert hat an Kleidung, aber die kriege ich nicht mehr ins Auto, denn das ist proppevoll, aber ich gehe ja nächstes Wochenende auch und ich hoffe, dass ich morgen viel verkaufe, sodass ich das dann nächstes Mal mitnehmen kann. Ja, und irgendwie, haben wir hier auch noch so einen alten Fernseher stehen von meinem Freund da unten. Könnt ihr den sehen? Und wir haben gerade draußen Sperrmüll. Das ist super praktisch. Nur ist mein Freund jetzt auf der Arbeit. Der arbeitet ja nebenbei immer noch am Wochenende abends manchmal. Und ich kriege den alleine nicht rausgetragen. Deswegen muss ich das mit ihm morgen machen. Ich habe eben schon überlegt, ob ich unsere Nachbarn frage, die draußen stehen. Aber dann dachte ich mir, gut, Samstagabend um 8:30. Ich glaube, die haben Besseres zu tun, als sie uns helfen, Fernseher auf und Dings zu tragen. Das kann mein Schatzi morgen auch mit mir machen. Läuft ja nicht weg. Ich denke, oder ich hoffe, die holen den erst morgen ab. Übermorgen, Montag, den Schwärme, genau. Ja, und jetzt hade ich gerade mit mir, ob ich die Ordner auch wegschmeißen soll. So ein paar Bücher habe ich noch, also Englisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, glaube ich, so klassisch für einen Abiturjahrgang, was man gelesen hat. Brave New World von Aldous Huxley und so eine Sache. Weil es sammelt sich einfach so viel an und ich bin so, ich habe die Wohnung so, dass ich immer daran denke, wenn man irgendwann mal wieder auszieht, dass man nicht da groß das Aussortieren anfangen muss und einen riesen Krempel mitzuschleppen hat. Deswegen mache ich das immer nach und nach und da bin ich jetzt gerade, wie gesagt, am Überlegen, ob ich auch die Ordner wegschmeiße. Das wäre dann praktisch dieser große hier. Das sind halt ganz viele, na, geht auf, ganz viele französische Sachen und da auch so ein dicker und all so einen ganzen Gedöns. Ich meine,
irgendwie sagt man sich schöne Erinnerungen und ich habe schon nur das Wichtigste aufbewahrt, eben meine Sprachenfächer, aber man guckt irgendwie doch nicht rein. Also das liegt hier jetzt schon wieder seit einem Jahr, seitdem wir hier in einer neuen Wohnung wohnen, mein Schatzi und ich. Und glaubt ihr, ich habe einmal reingeguckt? Also das ist immer so, ja, wie seht ihr das mit solchen Dingen? Also bewahrt ihr so Sachen auf, auch zum Beispiel so Erinnerungen aus der Kindheit? Ja, weiß ich nicht. Also mein Schatzi hat hier auch noch Kuscheltiere so, aber die sind hier unten im Keller, die vermuffen und man benutzt das nicht mehr. Also das steht nur unten. Irgendwo ist es traurig und mein Freund sagt auch, möchte ich aufbewahren, deswegen lasse ich das auch noch so. Aber wozu? Also wie handhabt ihr das? Was bewahrt ihr so an alten Sachen auf? Wie seid ihr da eingestellt? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier... Das ist noch der Pfandflaschenbeutel, den ich aus dem Auto jetzt nehmen musste, weil ich hier heute nicht mehr weggebracht habe und jetzt Platz brauchte für den Krempel. Ich werde jetzt hier so eine DM-Tüte nehmen und dann werde ich, glaube ich, einfach mal ja, so ein paar Sachen wegschmeißen, die gleich noch wegbringen und dann bin ich soweit auch fertig, gehe nach oben und sortiere da dann nochmal eine Runde. Und genau, das mache ich jetzt erstmal und dann melde ich mich nochmal. So, ich habe es getan. Ich habe jetzt zwar nicht diese Lehrbücher von Französisch weggeschmissen, sage ich mal, aber ich habe jetzt hier das fertig gemacht. Also es ist eigentlich das meiste von ja, ganzen Englisch- und Französisch-Büchern, die wir mal gelesen haben, über meine Ordner, über diese ganzen ja, Arbeitshefte, die man hatte. Dann habe ich hier noch... Oder habe ich hier noch meinen alten Gitarrenordner von ganz früher. Das benutze ich aber alles nicht mehr. Und ja, das sind immer so Kleinigkeiten, wenn man sieht, also wenn man sowas beim Umzug immer mitnimmt, schon, das ist so viel Ballast, den man hat. Und ich muss sagen, wenn das gleich weg ist, ich werde das jetzt gleich wegschmeißen. Hier sind übrigens noch Staubsaugeraufsätze, die wir sowieso nie benutzen, die auch seit einem Jahr hier unten liegen. Und meine McDonald's-Tüte aus dem Auto. Ja, dass das einfach so ein Ballast ist, finde ich, wenn man einfach so viel Krempel hat, der, ja, nicht gebrauchbar ist. Wie geht's euch da? Also sortiert ihr auch regelmäßig aus? Das würde mich auch mal interessieren. Ich mache das jeden Monat. Also ich nehme mir da immer verschiedene Kategorien zu. Ich muss sagen, mir bringt das auch Spaß. Gerade auch Schminksammlungen und generell aber auch Dekoartikel, Küchenartikel, alles, was man nicht mehr benutzt oder doch nicht so toll findet, verkaufe ich eben auf dem Flohmarkt, verschenkt das oder... Ja, entsorgt das halt, wenn man das jetzt nicht anderweitig irgendwie noch verkaufen oder verschenken kann. Und ich finde, das befreit so, wenn man nicht so viel Krempel hat und wirklich nur das zu Hause, was man wirklich braucht. Und ja, ich mag das einfach, wenn es so ordentlich ist. Und ja, genau, Fernseher bringe ich ja morgen mit Schatzi raus. Jetzt mache ich Endspurt, jetzt bringe ich eben den Müll weg. Und da hinten habe ich jetzt nur noch einen Blumentopf und so eine Clubbox, die ich praktisch mit ins Auto schmeißen werde. Ja, und dann bin ich auch soweit hier unten durch und dann geht's gleich oben weiter. Home, sweet home. Ich bin jetzt fertig. Müll ist weg. Auto ist geparkt und nun bin ich oben. Und ja, ich habe heute wieder, guck mal, frische Blümchen gekauft. Ich liebe frische Blumen, ey. Ich könnte ja am liebsten jede Woche irgendwie sowas kaufen, aber das geht dann auch ein bisschen ins Geld. Und schaut mal, ich war heute mit meiner Freundin im Einkaufszentrum und habe zwar eigentlich nur Geburtstagsgeschenke besorgt, aber eine Kleinigkeit durfte für unsere Wohnung mit. Einmal dieses süße Spring-Schildchen, sage ich mal, von Depot für, boah, stolze, ich glaube 7,99 €, also schon teuer. Aber gut, kann man ja jedes Jahr wieder rauskramen, fand ich ganz schön. Und dann so schöne Tulpen in so zwei Farben, so gelb-orange, fand ich richtig schön. Und die Vase ist auch von Depot, die ist jetzt ein bisschen zu klein für die, habe ich gemerkt, aber es geht gerade noch. Ich lasse das jetzt einfach so für auch, ich glaube 6,99 €. Genau. Und so habe ich jetzt unsere Flurkommode dekoriert. Auf der anderen Seite haben wir so eine IKEA-Lampe. Genau. Ja, so, jetzt, was wollte ich euch eigentlich erzählen? Jetzt habe ich schon fast vergessen. Ich habe hier gerade Musik laufen. Und, ach so, ja, ich habe irgendwie Heißhunger und ein Oschi hier. Was ist das denn für ein Eumel? Pickel, der kommt nicht. Kennt ihr die, die so innerlich sind, aber irgendwie nicht so raus wollen? Ja, so ein ist das. Ach so, ja, ich habe irgendwie Heißhunger. Ich weiß auch nicht. Ich will mal ins Wohnzimmer. Soll ich euch mal was zeigen? Moment. Muss mal Lichter machen. Guck mal, da ist Bob. Huch. Habt ihr auch sowas zu Hause? Achtung. Voller geht sie auch nicht. Schaut euch mal das an. Ist das nicht eine Katastrophe? Also wir haben so, so viel Naschen. Wobei mein Freund ja gar nicht groß nascht. Also nicht so wie, nicht so oft wie ich, sage ich mal. Wegen seinem Hobby.
Aber wir haben irgendwie alles da, weil wir so viel Geschenk kriegen immer und Weihnachten, Ostern und hier und da und dann sammelt sich das an. Dann kriege ich ja die Degusta-Box, dann hat jemand Geburtstag und es ist nicht so, dass wir uns das alles selber kaufen. Also es ist so, so viel und ich weiß gar nicht, worauf ich gerade Lust habe. Ein paar Gummibärchen. Kennt ihr die? Die sind relativ neu. Moment, muss ich euch mal glatt zeigen. Von, was sind hier denn für Gummibärchen dran? Die habe ich da gar nicht reingemacht. Schatzi. Kennt ihr diese hier? Moment. Das sind so kleine Eulen von Haribo. Total lecker. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt mal dieses Gummibärchenglas mitnehmen. ja. Irgendwie habe ich gerade Heißhunger auf Süßigkeiten. genau. Und jetzt nehme ich euch, glaube ich, mal mit ins Schlafzimmer. Ich hatte ja mal ein Video hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, dass wir umbauen. Unsere Schlafzimmerlampe ist kaputt, deswegen Moment. Muss ich mal unsere Nachttischlampe anmachen. Ein bisschen blöde. Nervt mich schon wieder. Aber ihr könnt schon erkennen, bisschen düster, aber man sieht, glaube ich, genug. Das ist ja jetzt unser neuer Kleiderschrank. Er ist eingeräumt. Nicht aufgeräumt, aber eingeräumt. Entschuldigung, dass ich hier am Schmatzen bin. Einmal runterschlucken. Und ja, das ist eben meine Seite. Und da werde ich jetzt gleich mal durchgehen. Türen haben wir noch nicht, weil wir da noch drauf sparen müssen. Die sind nämlich schweineteuer bei IKEA. Aber so ist es eigentlich auch ganz schön, wenn er so offen ist. Oben habe ich so meine kurzärmeligen Sachen, T-Shirts, Tops und so weiter. Und unten eben langärmlich. Und hier rechts habe ich so Jacken. Dann habe ich hier noch Hosen und all so ein Gedöns. Und dann haben wir hier, Moment, da liegt gerade der Bademantel drauf, haben wir hier so eine Hemdeskommode, die große. Und da sind dann so Socken, Unterwäsche und so ein Gedöns drin. Genau, und hier werde ich jetzt gleich mal schnelle Welle durchgehen. Und mal gucken. So, jetzt brauche ich noch ein Gummibärchen. Und dann werde ich mir die Musik aufreißen, schnell ein bisschen noch ausräumen und ein paar Sachen zusammensuchen. Oder muss ich auch in die Falle, weil sonst wird das echt zu spät. Weil ich meinen Wecker, glaube ich, so um 3 Uhr stellen werde. Normalerweise stehe ich immer so zwischen 4 und 5 auf, bin immer so um 5 da. Aber bei dem Flohmarkt, wo ich jetzt hinfahre, das ist immer so voll schon. Und dadurch, dass ich morgen ausnahmsweise mal alleine fahre, ohne Schatzi, ohne Freundin oder so, was sonst immer der Fall ist, habe ich halt niemanden, der auf meine Sachen aufpassen kann, wenn ich mein Auto umparke. Weil ich nicht glaube, dass ich das mit am Stand lassen werde. Und dementsprechend ist das dann ein bisschen blöd. Deswegen habe ich gedacht, stehe ich lieber eine Stunde früher auf, so habe ich auch mehr Zeit, dann morgens in Ruhe alles auszuräumen. Und wenn dann die ganzen Besucher, sage ich mal, kommen und schon diese einzelnen Händler rumlaufen, was sehr früh morgens ist eben, dann habe ich die ganze Ware, sage ich mal, schon auf den Tischen und das ist auch ganz gut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich heute und ich melde mich einfach mal so in 6 Stündchen wieder, wenn wir es so 3 Uhr haben oder so. Gott, das wird so schrecklich, ich brauche es gerade. Aber ja, ich muss sagen, jetzt wo man so arbeitet und auch Geld verdient, ist man schon ein bisschen faul geworden, was Flohmarkt angeht. Also es war früher nicht so. Ich stand wie eine Eins mitten in der Nacht. Ich war top motiviert, habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Weil es ist nicht nur wegen dem Geld, sondern es macht mir halt auch Spaß. Aber ja, ich hatte jetzt irgendwie gestern kurz Schule, heute frei, morgen frei, Montag frei. Und das ist so ein Stück weit Urlaub, so 4 Tage fast. Und da denke ich mir, dann kannst du dir die Ruhe eigentlich auch mal gönnen. Und dadurch, dass ich das morgen aber geplant habe, ja, funktioniert das nicht so. Und ich könnte jetzt auch lieber YouTube-Videos schauen, was Leckeres essen oder Fernsehen gucken und schön ausschlafen morgen. Aber ist nicht. Demnach haue ich jetzt rein und wir sehen uns später wieder. So, geschafft. Inzwischen ist es 22.20 Uhr, also später als gedacht. Aber das war mir irgendwie schon klar, dass das immer länger dauert. Ja, ihr könnt es vielleicht schon erkennen. Hinter mir ist mein Kleiderschrank ziemlich leer. Ich war fleißig. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja. Und zwar habe ich radikal ausgemistet. Oh, kennt ihr das, wenn ihr nascht und eure Zähne so schmerzempfindlich sind gegen Süßes? Oh, irgendwie habe ich das neuerdings. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber naja. So, ich zeige euch mal das Resultat.
Tada. Also, ich habe das hier alles an Klamotten aussortiert. Das ist echt viel. Aber es sind alles Sachen, die zum Teil schon ja, Ewigkeiten, Jahre in meinem Schrank hängen und ich die nicht mehr anziehe. Zum Beispiel sowas hier. Das sind Hosen, die habe ich mir mal mit dem Klassenaustausch, wo war das denn hier? Ungarn gekauft. Das ist auch schon Jahre her. Und so was ziehe ich alles nicht mehr an. Teilweise hier zum Beispiel ein Rock zu klein. Und ja, so verschiedene Sachen eben teilweise, was man auch einfach nicht mehr anzieht oder was halt zu klein geworden ist. Dann habe ich auch noch ein paar Ketten aussortiert. Ja, trage ich einfach auch nicht mehr, hängen nur rum und das ist schade drum. Eine Tasche. Habe ich hier noch zwei so eine Kissen, wo man die Bezüge drauf machen kann, nehme ich auch mit. Genau, und dann hier bin ich noch am Überlegen, ob ich die mitnehme. Weil irgendwie mag ich die eigentlich voll gerne, aber die hängt auch nur rum und das bringt es halt auch nicht. Dann noch eine Tasche. Und da drin habe ich Gürtel, auch sogar zwei nagelneue, aber da habe ich den Bon leider nicht und hatte die Schilder schon abgerissen. Habe ich die falsche Größe genommen, die sind von New Yorkers, so ein grauer und der gleiche nochmal in schwarz. Ich finde die voll schön, aber leider ist mir 95 zu lang. Naja, da werde ich das jetzt gleich hier alles versuchen reinzuquetschen. Und dann habe ich hier noch eine Tüte voll mit Kladderadatsch, eine Uhr, einem Küchenbrett, was wir so nicht benutzen. So eine Schale hier und darunter ist noch die Tassimo, die wir einfach viel, viel, viel zu selten benutzen, sodass ja, die wegkommen, weil die einfach viel zu viel Platz in der Küche schluckt dafür, dass man sie vielleicht zweimal im Monat benutzt, wenn überhaupt. Genau, und deswegen werde ich die auch mitnehmen. Ja, und dann zeige ich euch nochmal, haben wir hier noch so eine Katze, die meine Mama mir mal mitgegeben. Die hatten wir früher in meiner Wohnung und die darf ich halt auch verkaufen, die soll ich mitnehmen. Genau, dementsprechend kommt die halt auch noch mit. Das werde ich jetzt ganz schnell mal alles jetzt noch verstauen in dieser Only-Tasche, versuchen, dass das da alles reinpasst. Und ja, dann werde ich mich ganz fix abschminken und ins Bett kuscheln, weil ich muss um 3 aufstehen und das sind 3, 4, 4,5 Stunden Schlaf. Ich werde es morgen schon wieder bereuen, aber im Schnitt, wenn ich auf den Flohmarkt gehe, schlafe ich auch nicht mehr als 5 Stunden. Also das ist bei mir immer so normal, weil man dann noch so lange aussortiert und denkt, ach, das kannst du noch mitnehmen und das noch. Ja. Hört ihr das? Ich glaube nicht, aber draußen sind Kinder. Ich dachte gerade, was ist da denn los? Ja, und hier zeige ich euch das nochmal von dichten. Also es ist so ein, zwei Bügel leer geworden, wie ihr sehen könnt. Also radikal. So sieht das jetzt aus. Ja, also man kauft ja regelmäßig immer mal was Neues. Und ihr kennt das sicherlich. Man hat irgendwie immer nur das an, was man sich neu gekauft hat. Ja, das sind immer so die liebsten Teile und deswegen weg damit. Und ja, ich habe erzählt, dass ich nächstes Wochenende auch wieder gehe. Vielleicht schaue ich da dann nochmal durch, aber jetzt soweit sollte das erstmal lang. Ich habe genug, mein Auto ist voll, da geht auch nicht mehr rein. Also da passt gerade mal ich noch rein und dann hoffe ich, dass es einigermaßen fährt, so schwer wie das beladen ist. Genau, und dann mache ich mich jetzt fertig und ich melde mich dann einfach morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, ich habe jetzt gefühlt 3 Stunden geschlafen und habe mich schon ein bisschen angepinselt, schnell 10 Minuten. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich wollte eigentlich um 3 aufstehen, bin tatsächlich um 4, Quatsch, um 3:30 erst aufgestanden. Dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen Zeitverlust und müsste jetzt eigentlich schon unterwegs sein, aber ich muss mir jetzt noch eben mein Frühstück machen. Ich habe mich in Kuschelpulli und dicke Hose mit Leggings untergeworfen und ja, ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Den neuen kanadischen Möppel, Waldfrüchte mit Ahornsirup von Mesmer. Genau, und den muss ich jetzt mal praktisch mir fertig machen. Die Beutel gleich rausnehmen. Dann habe ich eben schon schnell Müsli gefrühstückt und jetzt mache ich mir noch Toast. Wir haben leider kein richtiges Brot mehr oder irgendwie was, was ich noch mitnehmen könnte, weil wir, oder ich muss morgen mal einkaufen fahren. Dementsprechend mache ich mir jetzt einfach Toast. Mit Cheddar und Kerrygold, bisschen Giraumont, genau, das nehme ich dann mit, mal gucken, vielleicht werde ich nachher auch dort irgendwie ein Crepe essen oder eine Wurst oder was das da so gibt. Ja, zu trinken haben wir auch nur noch Wasser, also bei uns ist gerne eine Leere im Kühlschrank, aber das macht nichts. Genau, Wasser nehme ich mit und dann muss ich irgendwie versuchen, am besten mit einem Gang, das alles plus meine Tasche mit Essen versuche mitzukriegen. Und ich glaube, das wird sehr kritisch. Ja, naja. Ach so, genau. Und dann wollte ich noch... Moment. Dann wollte ich noch...
Schrauben. Ach, da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe nämlich von Ikea so eine Stange. Und wir haben hier so eine kleine Handwerksschublade bei uns im Wohnzimmer. Und wir haben noch eine Glühbirne für unser Schlafzimmer. Genial, die ist mich gerade abgegangen. Das wusste ich gar nicht. Oh, schön, wenn sich Dinge von alleine lösen. Freue ich mich ja gerade. Morgens um 3:30. ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die hier sind. Weil, ja. Ah, ich glaube... Schraubenzieher, ganz wichtig, sollte ich mit dem ich mich letztes Mal vergessen, da muss man sich einladen. Ist jetzt auch nicht so das Problem auf dem Flohmarkt, aber ist natürlich vorteilhafter, wenn man seinen eigenen mit hat. Und ich glaube, ich habe sie schon gefunden. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, ich muss mir auch mal vernünftige neue kaufen, irgendwie, weil fehlt auch schon die Hälfte. Hier habe ich sie jetzt. In so einem kleinen Mäppchen. Das ist doch schon mal super. Ja, dann hat sich das auch erledigt. Dann werde ich mir jetzt nur ganz schnell mein Frühstück machen, meine Haare mal kämmen, weil die sind noch so, wie ich damit geschlafen habe. Genau, und dann werde ich mich auch schon auf den Weg zur Bank machen, weil ich noch ein bisschen Bargeld brauche für die Standgebühren. Ich habe nämlich nur 15 Euro hier und der Meter kostet dann, meine ich, 10 Euro. Flohmarkt ist tatsächlich sehr teuer geworden. Früher waren das 7,50, dann irgendwann 8, dann 10. Kommt natürlich noch drauf an, ob es überdacht ist oder nicht, aber da ist es überdacht, was bei dem Wetter auch noch echt gut ist. Und das ist da immer schön muckelig, das ist unter so einem Parkdeck. Ja, genau. So, dann werde ich jetzt mal mich beeilen, denn es ist schon 4:10 und ich wollte eigentlich 4:30 da sein. Schon verspätet und das wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen später, weil ich da auch 20, 25 Minuten hinfahre. Und Toast ist fertig und ich mache mal eben mein Essen. So, kurzer Stand der Dinge und mein Licht verabschiedet sich auch gerade. Ja, 4:35 Uhr. Ich stehe jetzt vor der Bank, habe gerade schon Geld geholt. Und ich wollte euch mal mein Auto zeigen. Das ist mein Beifahrersitz. Und hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier passt kein Zentimeter mehr rein. Selbst meine Handtasche muss ich hier auf meiner Handbremse abstellen. Also hier geht echt nichts mehr rein. Ich muss ja auch ein bisschen mein Fenster freihalten, damit ich noch was sehe, wer von rechts kommt oder so. Ja, hinten sehe ich halt nichts mehr, aber das ist nicht so schlimm. Ist ja morgens eh leer auf den Straßen, das gehört zum Flohmarkt dazu. Ja, ich bin zu spät, aber trotzdem noch okay dran. Also es ist gut, dass ich so früh aufgestanden bin. Wenn ich jetzt eine Stunde später geplant hätte aufzustehen, wäre ich jetzt viel zu spät. Deswegen ist alles noch im grünen Bereich. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg und dann werde ich dort erstmal meinen Stand organisieren und aufbauen und mal gucken, wann ich mich denn melde. Ich denke mal, wenn... ja, der ganze Stress mit Aufbauen und Co. so über die Bühne ist. Alles klaro, dann würde ich sagen, bis später. Ja, wie ihr seht, ich sehe anders aus und es ist auch ein anderer Tag. Wir haben nämlich heute schon Mittwoch tatsächlich. Das Ärgerliche war, dass ich natürlich nicht darauf geachtet habe, meine Kamera aufzuladen für den Flohmarkttag. Es lag einfach daran, dass ich eigentlich auch gar nicht vorhatte, ein Video zu drehen. Es war einfach so spontan, dass ich es völlig vergessen habe und es hat mich tierisch aufgeregt. Aber gut, es ist nun so, ihr habt ein paar... ja, Sekunden, sage ich mal, sehen können, wie ich da angefangen habe, morgens da den Stand aufzubauen. Ich hoffe, ich habe es jetzt vorher noch geschafft, euch eine Sequenz von meiner Handykamera einzublenden, was da letzten Endes über war an Sachen. Ich muss sagen, das war ein Hammer-Flohmarkt. Also das war wirklich Wahnsinn. Es hat so viel Spaß gebracht. Einfach, das war, ihr kennt es vielleicht, wie beim Trödeltrupp. Am Ende war fast nichts mehr da und das habe ich selten. Also ich gehe... seitdem ich 12 bin, glaube ich, war ich immer mit meiner Schwester, also meiner Stiefschwester und Mama und Papa praktisch auf dem Flohmarkt. Irgendwann konnte ich dann schon alleine gehen, wurde ich dann hingefahren, bis ich dann meinen Führerschein hatte und selber fahren konnte und jetzt eben mein eigenes Auto. Also ich bin seit Jahren auf dem Flohmarkt immer am Verkaufen und ich habe schon oft sehr, sehr viel Geld gemacht, aber ich habe noch nie... so einen abgeräumten Stand gehabt. Es lag auch daran, dass ich diesmal gesagt habe, gut,
du möchtest nicht unbedingt nur Profit machen, sondern du möchtest es hauptsächlich loswerden, was man jetzt merkt bei der eigenen Wohnung, weil sich sonst einfach zu schnell zu viel ansammelt. Damals hatte ich mein eigenes Zimmer und eben meinen Flohmarktkram. Heute haben wir eine ganze Wohnung und ja, wenn man da immer alles aufbewahrt und da kommt ja auch ständig Neues zu, was man mal aussortiert, dann wird das zu viel. Zumal unser Keller sehr, sehr klein ist und ja, wie gesagt, das habt ihr dann eben gesehen. Also da war wirklich nur eine große Klappkiste voll mit Kleidung, eine kleine voll mit Deko, Büchern oder was ich da noch hatte. Und ja, das war's. Mein ganzes Auto war komplett voll, wie ich euch ja jetzt vorher schon erzählt hatte. Und hätte ich die Tische und die Stangen nicht, also mein Flohmarktmaterial, sage ich mal, wäre gerade mal mein Kofferraum halb voll oder voll. Also Wahnsinn. Ich bin total happy, auch immer noch. Ich habe insgesamt vielleicht für die, die es interessiert, nicht um zu prallen oder so, aber ich habe insgesamt 430 Euro verdient. Also es ist echt verdammt viel Geld dafür, dass man von 3 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags da auf den Beinen war. Aber ich sage euch, für alle, die Flohmarkt noch nicht gemacht haben, es lohnt sich einfach mal wirklich seinen Hausrat durchzukramen, weil es gibt immer was, was man nicht braucht. Und ja, es befreit einfach so unglaublich, wie ich finde. Ja, also das ist, ich kann es nur empfehlen, ich liebe es, es macht mir sehr viel Spaß, ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde es cool, wenn man anderen eine Freude machen kann und die für wenig Geld dort Schnapper schießen können und ja, man ist eben befreit und den Krempel los. Ja, und das war praktisch der Tag, also ich muss auch sagen, selbst wäre die Kamera aufgeladen gewesen, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie knülle ich dann dementsprechend war, als ich das Auto hier ausgeladen hatte. Und endlich mein Plätzchen auf der Couch heimgesucht habe. Ich war fix und fertig. Ich habe auch erstmal 3 Stunden gepennt, nachdem ich hier war, während mein Freund unterwegs war. Hat ganz gut gepasst. Er hat nämlich Fußball geguckt und ich habe dann geschlafen wie ein Baby. Ja, und da dachte ich mir, ich filme jetzt sozusagen praktisch hiermit das Ende und ich wollte euch noch was zeigen, denn ich habe das Geld ja nicht umsonst verdient. Also eigentlich war es nicht geplant, natürlich Geld geht immer und es war einfach mehr so Sinn und Zweck, dass ich Bock drauf hatte, Flohmarkt zu machen und auch unseren Krempel loszuwerden, wie schon gesagt. Aber wenn man Geld hat, dann gibt es natürlich auch immer eine Möglichkeit, es auszugeben und dann kann man oft auch nicht warten oder man hat spontane Ideen, so wie ich. Die liebt mein Freund ja besonders und ihr seht hier gerade mein Popo. Ja, ich zeige euch das mal. Ihr habt ja in diesem Video jetzt eben auch schon unsere Flurdeko gesehen. Die hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich habe auf Instagram mehr ein Foto gepostet gehabt. Das ist sozusagen ein kleiner Haul in diesem Sinne. Und zwar habe ich weiß nicht, ob ihr dieses Gartenpflanzenriesengeschäft, wie auch immer man das nennen soll, Rostock kennt. Das nennt sich Rostock. Hatte ich auch unter das Bild geschrieben. Einige hatten trotzdem noch gefragt. Genau, da habe ich hier dieses süße Tablett her mit diesen zwei richtig, wie ich finde, richtig schön rosanen Gläsern und so ein kleines Häschen gekauft, jetzt passend für kommendes Ostern. Dann hat mir auch richtig gut dazu gefallen, hier so eine neue Schlüsselaufbewahrung, wo wir dann eben unsere Schlüssel immer reintun können. Das kennt ihr ja schon und die Tulpen waren auch zu dem Zeitpunkt schon da, aber natürlich jetzt nicht so offen oder auf. Da waren sie noch frisch. Genau, das ist jetzt praktisch unsere neue Flurdeko und ich habe bei Knutzen, das Geschäft verlinke ich euch mal unten in die Infobox, einen Teppich gekauft. Der sieht ein bisschen wüst aus. Liegt daran, dass es so ein Flauscheteppich ist aus Mikrofaser und Polyester. Und ich werde den gleich mal glatt saugen. Aber den habe ich jetzt gestern gekauft, nachdem ich ihn einmal umtauschen musste, weil ich ihn zu klein gekauft habe. Und wir hatten ja vorher so einen braun. Das war ein alter aus Schatzis Wohnung. Und der war eben auch nicht so groß, wie ihr sehen könnt. Und ja, der ist jetzt so richtig, richtig schön flauschig aufgrund des Stoffes. Also ihr seht das vielleicht ein bisschen, wenn ich da mit den Fingern durchstreiche. Und ja, habe ich mir schon lange gewünscht, so einen schönen Kuschelteppich für den Flur, wenn man gerade aus dem Bad kommt morgens. Und generell einfach fand ich das schön. Wir haben ja die Wände auch grau, wie ihr sehen könnt. Und jetzt eben dieser beigefarbene Teppich. Die Farbe nennt sich auch beige von dem Teppich. Also total toll. Für alle, die es interessiert, ich kann euch ja sonst einfach mal, ich muss mal gucken, ob das hier ist. Natürlich nicht. Ich kann euch ja einfach mal zeigen, was für eine Firma das ist. Genau, hier. Und zwar Obsession Home Fashion. Ja, Teppich Cloud 210 Sand.
Und ja, ihr seht, stolze 200 Euro haben mein Freund und ich uns geteilt. Jetzt machen wir immer so bei solchen Einrichtungsgeschichten. Ist jetzt halt eine Stange Geld gewesen, aber mein Freund gefällt der auch richtig gut. Und das war so ein Kauf, man hat es gesehen und ja, das war er. Also ich finde, wenn man solche Käufe hat, auch ob es bei Kleidung ist oder ne, bei anderen Dingen, wenn man sieht und sagt sofort, das ist es, dann ja, dann tut es auch nicht so weh und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und zufrieden damit. Ja, und in diesem Sinne, achso, noch eine kurze Info. Moment. So viel dazu, dass der Akku leer geht. Das wird mir hoffentlich in Zukunft nicht mehr passieren. Ich habe mir jetzt nämlich auch von dem Flohmarkt Geld ein neues Akku gekauft. Einen neuen Akku, ein neues Akku. Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, auf jeden Fall einen neuen Akku. Hört sich, glaube ich, besser an. Wie auch immer ihr wisst, was ich meine. Bei Mediamarkt. Und damit es auch weitergehen kann, habe ich mir noch eine Speicherkarte gekauft mit 64 GB. Genau, ja, das hat mich schon ganz schön lange irgendwie ein bisschen gestört, dass ich halt keinen Ersatzakku habe, weil es tierisch nervt, wenn man gerade am Filmen ist und boops, Battery low und dann kannst du nicht filmen oder weiterfilmen, weil du erstmal gefühlt 2 Stunden laden musst und dann hast du keine Lust mehr zu filmen und ach, das übliche Leid. Also deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass ich ein neues Akku habe. Ja, gut, meine Lieben. Ja, das ist sozusagen das Outro. Also ein paar Tage danach. Mir geht's gut. Das Geld ist gut angelegt. Natürlich ist auch noch was über. Das geht unter anderem in mein Auto, was ich ja abzahle. Und ja, in so andere Sachen, Lebensmittel und Co. Ja, genau. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Vlog für euch abzudrehen. Ich hoffe natürlich, er hat euch auch Spaß gemacht. Und wenn ihr gerne öfter so Einblicke aus meinem Alltag sehen wollt, dann lasst es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Dann würde ich natürlich in Zukunft gerne auch mehr solcher Videos drehen. Ja, um alles Mögliche. Sei es, ich nehme euch mit beim Einkaufen oder beim Putzen. Einfach, was der Alltag so hergibt. Das ganz normale Leben eben. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich muss nämlich noch ein bisschen die Wohnung putzen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Okay, stopp, ich habe noch was vergessen. Und zwar wollte ich liebe Grüße ausrichten an, ja, du wirst dich wahrscheinlich angesprochen fühlen, an die Liebe, die ich auf dem Flohmarkt getroffen habe, die mich erkannt hat, beziehungsweise die mich angesprochen hat, netterweise, weil sie auch meine Videos schaut. Ich grüße dich hiermit ganz doll, es hat mich auf jeden Fall gefreut, ja, einfach mein Gesicht zu sehen von meinen lieben Zuschauern und generell, dass du einfach, ja, praktisch dich bemerkbar gemacht hast und mich einfach angesprochen hast, fand ich auf jeden Fall sehr nett. Und auch heute Morgen, wir haben es ja jetzt Mittwoch, heute Morgen auf der Arbeit wurde ich auch schon wieder angesprochen und ich muss sagen, ich freue mich immer wie ein kleines Kind. Also ich finde das immer witzig so zu sehen, wo man überall erkannt wird. Einfach, ja, also ob das Wahnsinn, ob das in Lübeck war, ob das in Berlin bei Primark war, ob das in Hamburg ist, in Neumünster ist, egal wo ich bin, gefühlt an jedem Ort wurde ich schon mal irgendwie erkannt und ich finde es einfach so cool, euch mal zu sehen, einfach mal zu sehen, was für Personen so hinter meinen Zuschauern stecken und einfach mal nett mit euch eine Weile einfach zu quatschen, also wenn ihr mich mal irgendwann irgendwie irgendwo sehen solltet, dann habt keine Hemmung, genau, auch die Kleine, die mich im Elbe-Einkaufszentrum angesprochen hat mit deiner Freundin, falls du das Video jetzt schauen solltest. Ich finde das cool. Also ich finde das wahnsinnig schön. Und deswegen in diesem Sinne auch liebe Grüße an euch. Genau, heute Morgen bei DM und eben vom Flohmarkt. Also echt cool. Und jetzt melde ich mich aber ab und werde dieses Video, was ihr jetzt gerade schon seht und praktisch zu Ende geschaut habt, mal hochladen. Ich würde sagen und tschüss zum zweiten Mal. Ciao.